Herzlich willkommen, Entrepreneure, Ludwig Link. Heute mit der ersten Frage, um das Geschäftsmodell zu bewerten, vom Alexander Osterwalder. Und zwar, wie stark halten die Wechselkosten Ihre Kunden diese davon ab, den Anbieter zu wechseln? Wie stark ist das? Die Wechselkosten sind also diese Kosten, die Ihr Kunde braucht, um da sind ja so Zeit drin, Anstrengung, Budget, um von einem Anbieter zum anderen Anbieter zu wechseln. Wir haben ein tolles Beispiel, wenn Sie sich noch erinnern, 2001 veröffentlicht Apple den iPod, oder stellt ihn vor, Steve Jobs stellt diesen vor und hat dieses 2000 Lieder in der Tasche. Und damit, wenn jemand also seine Lieder auf iTunes reinkopiert hat, war es für ihn ziemlich schwierig, diese wieder rauszunehmen und auf einen anderen Anbieter zu wechseln. Schau also, hier, erste Quizfrage mit den Wechselkosten. Es gilt natürlich einerseits, wenn jemand von Ihnen zum anderen Anbieter werden, sind die Wechselkosten hoch, bleibt er eher bei Ihnen. Und natürlich auch der andere Weg, wenn jemand von einem anderen Anbieter zu Ihnen wechseln soll, und wenn da die Kosten hoch sind, ist es eben nicht so wahrscheinlich, dass der rüberkommt. Das ist also die erste Frage mit diesen Wechselkosten. Machen Sie hier so eine Skala von 0 bis 10. 0 ist also sehr, sehr hohe Kosten, sehr, sehr aufwendig für diesen Kunden. Also ist nicht so gut, und auf der anderen Seite 10, ist relativ einfach, dass er zu Ihnen rüberkommen kann, also ist dann umso besser. So, das beurteilen, damit sind wir bei der ersten Frage. Es geht gleich weiter im anderen Clip mit der nächsten Frage. Bis auf ein anderes Mal, Ihr Ludwig Link.